Herzlich willkommen bei Vulkan TV. Bei herrlichem Frühlingswetter und Sonnenschein zeigte sich unsere Region am vergangenen Wochenende von ihrer schönsten Seite. Und das freute natürlich auch die Veranstalter. Frühlingserwachen, Riegersburg Opening. Sportlich, Vulkanland Frühlingslauf in Leitersdorf. Erlebnisreich, Eröffnungswanderung in Tieschen und Klöch. Zugabe, Peter Kraus im Larimar in Stegersbach. Ihre Meinung, eine neue Folge von Schnell gefragt. Und einzigartig, auf Schleichwegen unterwegs. Strahlenden Sonnenschein und jede Menge Attraktionen gab es beim Saisonopening auf der Riegersburg. Erstmals in diesem Jahr öffnete die Burg ihre Pforten und lockte mit einem umfangreichen Programm für Jung und Alt. Der folgende Beitrag wird Ihnen gewidmet von der Marktgemeinde und dem Tourismusverband Riegersburg. Passend zum Frühlingserwachen öffnete nun auch die Riegersburg ihre Burgtore wieder für die Besucher. Bei der großen Eröffnungsfeier wurde den zahlreichen Gästen eine Vielzahl an Attraktionen geboten. Nach dem symbolischen Öffnen des Burgtores gab es für alle Altersklassen etwas zu erleben. Also wir haben die ganzen kulinarischen Größen hier vertreten, von A wie Amtmann bis Z wie Zotter, unter anderem auch Gölles natürlich und Meister Vulkanlandsekt. Also es gibt für alle Geschmäcker etwas zu finden und zum anderen natürlich ein großes, allumfassendes Programm mit viel Kinderprogrammen dazwischen. Die Greifvögel fliegen wieder heute, unsere Ritter hier werden einen Schaukampf liefern und die Taverne ist ganz neu und wird sozusagen auch mit eröffnet heute. Spannende Ritterkämpfe, geschichtsträchtige Wanderungen durch die Burg und auch Vorführungen der hauseigenen Burgschmiede. Bei traumhaftem Frühlingswetter konnten die Besucher den Flair der Riegersburg genießen und nach Lust und Laune am Burgfelsen flanieren. Ja, von der touristischen Sicht aus sehr gut natürlich, weil alles, was da passiert auf der Burg, profitiert natürlich auch der Ort davon. Und wir sind ganz stolz, dass das Riegersburg Opening mittlerweile so einen großen Anklang gefunden hat und auch im Ort unten gibt es Ausstellungen von Künstlern, also rundherum ist Frühlingserwachen, Riegersburg erwachen, also ganz positiv für die Gemeinde. Was erwarten Sie sich für die heutige Veranstaltung? Ja, auf alle Fälle viele Leute und die sind mittlerweile ja schon auf dem Burgfelsen und ich glaube auch, dass die Mundpropaganda, die Werbung ganz eine wichtige ist im Tourismus und bei dem Wetter und bei den vielen Attraktionen, was heute geboten werden, glaube ich, ist das die beste Werbung, für sich sprechend. Als kulinarische Gemeinde sorgten die Veranstalter natürlich auch für das leibliche Wohl ihrer Besucher. Im Weißen Saal wurden von zahlreichen regionalen Betrieben die besten Schmankerln der Genussregion Riegersburg zur Verkostung angeboten. Ja, natürlich, wenn man in so einem Ambiente wie da ist, im Weißen Saal der Riegersburg, ist es schon was Besonderes. Erstens für mich als Person, aber zweitens natürlich auch fürs Wirtschaftliche, weil das eine super Präsentation da ist und sehr viele Leute kommen, das sehr gut beworben wird. Und vor allem ist der Zeitpunkt sehr, sehr wichtig, weil jetzt ist einfach Saisonstart und jetzt geht's los. Und damit öffnen wir die Burgtore und die ganzen kulinarischen Tore wieder. Darum glaube ich, ist es schon sehr wertvoll für uns, da dabei sein zu dürfen. Auch in der neu gestalteten Burgtaverne konnten sich die Besucher nach dem anstrengenden Anstieg auf den Burgfelsen stärken. Letztendlich hieß es dann Sonnenstrahlen genießen und einen genussvollen, erlebnisreichen Tag gemütlich ausklingen zu lassen. Ganz Leitersdorf war auf den Beinen, nämlich beim Vulkanland Frühlingslauf rund um das Kommzentrum. Der Start in die heurige Laufsaison hat nicht nur einen neuen Teilnehmerrekord gebracht, sondern weitere Attraktionen im umfangreichen Rahmenprogramm. Und was genau, das sehen Sie im nächsten Beitrag. Der folgende Beitrag wird Ihnen gewidmet von der Stadtgemeinde Feldbach, TL Automobile Trommer in Gniebing und Autostrobel in Mühldorf. Ungefähr 2000 Beine haben sich beim Vulkanlandlauf im Feldbacher Ortsteil Leitersdorf in Bewegung gesetzt. Bei herrlichstem Frühlingswetter ist der traditionelle Auftakt in die neue Laufsaison über die Bühne gegangen. Mit dabei auch das südoststeirische Laufass Thomas Rossmann aus St. Peter am Ottersbach mit der Startnummer 719.
Der Titelverteidiger aus dem Vorjahr über die 4-Kilometer-Distanz war auch heuer wieder erfolgreich. Er schätzt ganz besonders das spezielle Flair dieser Veranstaltung. Ja, das Besondere ist sicher, dass es eine einzigartige Veranstaltung im Vulkanland ist oder in der neuen Südoststeiermark. Und ich wohne nur 30 Minuten von hier entfernt und das ist wirklich eine sehr tolle, selektive und interessante Strecke. Es ist eine super Stimmung auf der Strecke und ich komme jedes Jahr sehr gerne hierher, um zu laufen. Seid ihr bereit zum Start? Ja! Ja! Die jüngsten Läufer haben begonnen. Natürlich mit professionellen Bremsern davor. Die Kinder sollen sich nicht zu schnell verausgaben. Im Ziel gibt's dann für alle die verdienten Medaillen. Eine Besonderheit beim Vulkanlandlauf ist immer der Start mit einem Kanonenschuss der Stadtwache Feldbach. Bei mehreren Bewerben waren insgesamt rund 1000 Teilnehmer am Start. Läufer und Nordic Walker, das ist neuer Teilnehmerrekord. Ja, wir können heuer wirklich mit einem Rekordergebnis prahlen, kann man schon fast sagen. Wir haben heute 900 Starter, vielleicht sind sogar 1000 hier in Leitersdorf. Die Kleinsten sind schon um 10.30 Uhr gestartet mit den Kindern. Jetzt stehen wir unmittelbar vor dem Start vom Nordic Walking. Und um 13 Uhr ist dann der Hauptlauf. Das sind dann Bewerbe mit 4,2 Kilometer Läufe, also Hobbylauf, Volkslauf 8,4 Kilometer und die ganz Mutigen laufen 21,95 Kilometer. Das ist der Halbmarathon und da haben wir auch ganz gute Leute dabei, aber auch Debütanten, die das erste Mal einen Halbmarathon laufen und wir freuen uns schon auf den großen Start um 13 Uhr. Neben den Lauf- und Walking-Bewerben haben die Organisatoren vom Rad- und Kulturverein Leitersdorf ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Eine Trommelgruppe hat das Publikum und die Sportler am Start und entlang der Strecke mit heißen Rhythmen unterhalten. Für so eine Veranstaltung, immerhin ist der Vulkanlandlauf die größte Laufveranstaltung in der Südoststeiermark, sind viele Helfer notwendig. Für die Leitersdorfer aber kein Problem. Es ist die größte Laufveranstaltung in unserer neuen Stadt. Es ist die größte Laufveranstaltung in der Region. Und dass so eine Laufveranstaltung sehr viele Mitarbeiter benötigt, ist ja selbstverständlich. Es sind an der Zahl, in die letzten von Mittwoch bis Montag, helfen dort 204 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also, und es ist sensationell. Und das Ganze, den ganzen Fundus von diesen Mitarbeitern schaffen wir oder haben wir von unserem Ort aus. Also, und es ist grandios. Vieles hat sich bewegt in Leitersdorf beim Vulkanlandlauf und in der neuen Stadt Feldbach. Die Organisatoren und Läufer freuen sich schon auf den Vulkanland-Frühlingslauf im Jahr 2017. Bei angenehmen Frühlingstemperaturen konnte man in Tieschen und Klöch die Schönheiten und natürlich auch die Köstlichkeiten der Region erleben. Am Tauweg und am Traminerweg startete man gemeinsam in die Wandersaison. Der Frühling ist nicht mehr weit und deshalb war es nicht verwunderlich, dass in Tieschen und Klöch beim Start in die Wandersaison die Sonne ein steter und natürlich auch ein willkommener Begleiter war. Alle Teilnehmer konnten somit bei herrlichen Bedingungen aktiv die Region erleben. Ja, ich glaube schon, dass es der ideale Start ist bei uns im Tourismus in der Region Bad Radkersburg. Vor allem der Frühling beginnt, perfektes Wetter. Wenn man schaut, rundherum sind alle unterwegs, die Leute kommen, die Urlauber kommen, die Radfahrer sind unterwegs, es sind die ganzen Golfer am Golfplatz unterwegs und jetzt natürlich auf unseren zwei Top-Wanderwegen wie den Tauweg der Riede und den Traminerweg natürlich auch die ganzen Wanderer. Anwandern am Weg der Riede hieß es in Tieschen, wo man sich aufmachte, um entlang des Tauweges die Sinne zu schärfen. Auf die Wanderer warteten 18 Stationen. Im Mittelpunkt stand dabei der Genuss und, wie konnte es anders sein, der Wein. Das Besondere am Tauweg ist der schöne Ausblick. Der Weg führt durch unsere vier großen Weinrieden, führt zu jedem der 12 Tauwinzer. Und natürlich kann man auch bei jedem der Tauwinzer und auch bei den anderen Betrieben, die am Weg liegen, gute Weine verkosten. Besonders klangvoll verlief der Startschuss in Klöch. Vor der Winothek begrüßte man viele Wandersleute, die im Anschluss den Traminerweg erkundeten. Der im Jahr 2007 eröffnete Weg kann auf zwei Etappen erwandert werden.
rund um den Seidel oder rund um den Hochwart. Die Winzer öffneten ihre Tore und verwöhnten an 13 Stationen die Wanderer mit regionalen Schmankerln und Weinen. Die Natur erleben, die Kulinarik genießen und den Wein, das ist unsere Spezialität. Und das Frühjahr ist ganz besonders interessant, das Frühlingserwachen in der Natur, das lieben die Leute einfach und den neuen Jahrgang dazu verkosten. Das ist einfach super. Wandern mit Genuss. In Tieschen und Klöch zeigt man es vor. Den aktiven Start in den Frühling. Aktiv sind wir jetzt einmal mit dem Wandern in unser Programm gestartet und wir haben jetzt da auch dann mit Anfang April das Anradeln. Und wenn man schaut, gerade beim Wandern oder beim Golfen oder beim Radfahren, ist ganz egal, Essen, Trinken tut jeder gern. Peter Kraus ist ein Rock'n'Roller der ersten Stunde, der seit Jahrzehnten auf der Bühne steht. Die Kraft dafür dankt er in der Steiermark und im Hotel Larimar in Stegersbach. Und dort hat er auch ein ganz besonderes Ereignis gefeiert. Welches, erfahren Sie im nächsten Beitrag. Um genau 16.77 Uhr war es soweit. Im Hotel Larimar in Stegersbach wurde zu einer Pressekonferenz der besonderen Art geladen. Denn der besondere Zeitpunkt hatte durchaus einen Grund. Niemand geringerer als Rock'n'Roll-Legende Peter Kraus feierte nämlich den 77. Geburtstag im Südburgenland. Entspannt und topfit zeigte sich der Entertainer und seine Frau Ingrid vom Ambiente des Hotels begeistert. Mittlerweile sind beide bereits Stammgäste. Die Gegend mochte ich immer schon. Ich bin ein alter Stammgast vom Larimar, weil ich irgendwie Plätze suche, wo ich ein bisschen abschalten kann und mich in Ruhe erholen kann, ohne Lärm, ohne Tamtam. Und das kann man hier. Er ist ein ganz besonders sympathischer Star, der vieles mit Gelassenheit sieht. Den Kontakt gibt es seit vielen Jahren. Er ist seit 8 Jahren Stammgast bei uns im Hotel Larimar. Sie kommen mehrmals im Jahr her. Und wir setzen uns immer zusammen und er hat Freude mit mir und ihr Freude mit ihm. Und sie tun Wellnessen bei uns in dem Wasser, in der Malbaden, in der Sauna, sehr viel im Fitnessraum. Sie gehen beide jeden Tag in den Fitnessraum, machen richtig gute Fitnessübungen. Das sieht man auch, beide sind fit. Ja. Und wie bleibt man fit, indem man eben Fitness betreibt? Und das machen sie ganz großartig. Gemeinsam mit Manager Herbert Fechter und Gastgeber Johann Haberl stand Peter Kraus gut gelaunt Rede und Antwort. Doch die Geburtstagsüberraschung ließ nicht lange auf sich warten. Die überreichten unter anderem Ehefrau Ingrid, die Miss und Vizemiss Styria, SDS-Urgestein Schiffkowitz, Harry Prünster, Johann Haberl mit Gattin und viele weitere Gratulanten. Ich habe sehr viel Glück gehabt in meinem Leben. Das größte Glück war, dass ich eigentlich immer das, was ich machen wollte, machen konnte und das auch Erfolg hatte. Also ich tue schon was dafür. So ist es nicht. Also nur von Gott gegeben ist es nicht. Im gemütlichen Kaminstüberl wurde dann zur Geburtstagsfeier mit Freunden geladen. Und natürlich ließ man das Geburtstagskind hochleben. Er lebt sehr bewusst, sehr gesund, auch gedanklich und emotional sehr kontrolliert. Und das ist schon sehr, sehr wichtig, damit wir mit unseren Energien, sei es Körper, Gedanken oder Gefühle, gut umgehen. Und das kann er sehr gut. Das ist eines seiner vielen Geheimnisse, die ich jetzt verraten habe. Unter dem Motto Zugabe geht die Tour. Das Beste kommt zum Schluss übrigens in die Nachrunde. Gleich nach der Werbung geht's wie gewohnt weiter mit einer neuen Folge von Schnell gefragt und natürlich auch mit einer neuen Ausgabe von Auf Schleichwegen unterwegs. Bleiben Sie also unbedingt dran. Richtig animierende Werbung braucht viele Werbeseiten oder digitale Werbespots. Top-Video-Werbung mit Impact-Display-Werbung. Infos unter www.im-pakt.at. Der Frühling ist endlich eingekehrt. Und was liegt da näher, als unsere wunderschöne Region bei strahlendem Sonnenschein zu Fuß zu erkunden? Deshalb geht es diesmal bei unserer aktuellen Umfrage ums Thema Wandern.
freuen Sie sich jetzt auf eine neue Folge von Schnell gefragt. Für unsere Umfrage Schnell gefragt sind wir heute in Klöch bei der Eröffnung des Traminerwegs und wir werden den Wanderern einmal ein paar gescheite Fragen stellen. Heute wird da gewandert. Wie schaut die richtige Ausrüstung aus fürs Wandern? Ja, ich habe zwar nicht ganz die richtige, aber ich gehe im Namen des ESV heute und da ist mir so auch gleich. Und das ist ja der Traminerweg heute. Was ist da das Ziel der Wanderung? Das Ziel der Wanderung? Ja, zumindest die Hälfte der Runde zum Schaffen. Und ein Glaserl gibt es auch zwischendrin? Sicher. Glaserl, ein bisschen Jausen. Wandern heißt ja immer früh aufstehen. Ist das ein Problem für Sie? Überhaupt nicht. Ich stehe meistens um 6 Uhr auf. Aber wenn ich frei habe und ich gehe sehr viel. Aber heute gehe ich mal wegen der Gemeinschaft, weil ich sonst wenig in Klöch bin, weil ich Auswärtsdienst mache und da komme ich mit den Leuten zusammen. Und ist der Wein da eine spezielle Motivation für Sie? Nein, der Wein nicht unbedingt, aber ich schätze nein, aber heute nicht. Heute nicht. Was ist die andere Motivation? Bewegung und Zusammenkommen, Gesellschaft eigentlich, wirklich. Warum wandert man da heute mit? Weil heute das schönste Wetter ist. Ja? Weil der Traminerwanderweg in Klöch einfach so ein schön angelegter Wanderweg ist. Auch für die Einheimischen und für die Urlaubsgäste einfach perfekt. Und ist da der Wein eine spezielle Motivation fürs Wandern? Ja, auch. Aber es gibt ja auch alkoholfrei, so ist es ja nicht. Warum hast du dann Traminer weg? Ja, der Traminer, ich meine, das Traminer ist das Logo, einfach als Motto, ja. Was ist die ideale Ausrüstung fürs Wandern? Die ideale Ausrüstung? Ein paar gute Turnschuhe, ein Glas Wein könnte man dabei haben, eventuell eine gute Jausen. Aber da kriegt man eigentlich überall. Sonntag und Wandern, wie passt das zusammen? So, wir haben so einen schönen Tag wie heute, wunderbar. Wir sind auch Klöch-Fan. Sie als Klöch-Fan, auf was freuen Sie sich heute am meisten? Auf den Traminer. Es ist blöd, dass da eine Wanderung vorher ist, oder? Dann könnten wir ja so auch trinken. Das geht mit. Ja. Und da heute beim Sonntag ist es ja mehr ein Wahlgang wie eine Wahlfahrt, oder? Ja, das kann man so sagen. Die meisten sind jetzt gerade bei der Weich, aber wir gehen jetzt da einen Weg. Mhm. Weil da kann man sich gut entscheiden. Entweder man geht es gleich an mit den Stationen oder man geht es ein bisschen gemütlicher an. Aber wir werden eine Mischung aus beiden machen heute. Mischung ist ein gutes Stichwort am Traminerweg. Wie schaut da die richtige Ausrüstung aus für so einen Traminer Wandertag? Ganz wichtig einmal ist ein gutes Schuhwerk, so wie das. Das ist eine richtige Wanderschuhe. Und noch dabei haben wir den Rackersburger Rucksack. Das ist unser neues Modell. Das ist ganz unser Logo ist drauf und ich glaube, das ist einfach der perfekte Wanderrucksack. Da bist du gerüstet für den Tag. Ja, und ein Mineral habe ich auch dabei, falls wir mal gleich einmal durchstiegen. Welches frage ich jetzt nicht? Wie schaut denn so eine ideale Wanderausrüstung aus für heute? Ja, gute Schuhe, einen Rucksack und so ein, wie heißt das schon, ein Flachmann. Ein Flachmann? Ja. Am Traminer gefüllt. Am Traminerweg am Flachmann? Ja, genau. Ja. Warum wandern Sie da heute so genüsslich bei diesem schönen Wetter mit? Weil so schönes Wetter ist, weil wir gerne ein bisschen spazieren gehen. Zu schnell gehen wir nicht, aber wir tun auch alles genießen, was unterwegs gibt. Und gesund ist auch das Wandern? Aber schon sicher. Und Sie wandern öfter, nicht nur heute? Ja, öfters. Gestern schon gewandert, ja, wie es geht. Immer wieder mal. Auch auf hohe Berge? Ja, weniger. Eigentlich mehr auf die Ebene, so wie da bei unserem steirischen Hügelland. Gell? Ja, auch in Dieschen wird gewandert. Welche drei Dinge braucht man unbedingt fürs Wandern? Ganz wichtig ist einmal eine gute Laune, liebe Leute und ein bisschen Wein. Der sollte auch dabei sein. Und ist der Wein die richtige Motivation fürs Wandern oder sollte man das allgemein einmal machen? Das ist eine multikausale Erklärung, müsste ich fast sagen. Aber sag das nochmal. Eine multikausale Erklärung könnte man da machen. Ja, also es ist die schöne Gegend, es ist das schöne Wetter, die Leute, wenn man hinkommt. Und der Wein, wie gesagt, ein gutes Achtel, das bringt die Leute zusammen und das ist eine Motivation für uns schon. Und ein Ziel soll man ja auch haben beim Wandern. Genau, richtig. Professor Hans Schleich und Kameramann Günther Duscher waren wieder für Sie auf Schleichwegen unterwegs. Welche spannende Geschichte Sie diesmal erwartet, das sehen Sie im nächsten Beitrag. Gute Unterhaltung! So, ich bin heute beim Louis Pfundner
Ihr gehört jetzt da gemeindemäßig wohin? Das ist jetzt sind wir Baldau. Jetzt sind wir Baldau. Aber das war Oberstacher, gell? Ja, war es eigentlich Gemeinde. Ja, Oberstacher und jetzt Baldau. Du bist ein Radiosammler, ein richtiger Sammler. Du hast kein Museum. Nein, ich habe wirklich nur Sammlung. Für mich, was mir Freude macht. Und seit wann sammelst du? Die 70er Jahre habe ich so einen Baukasten gekauft einmal. Dann habe ich zum Basteln angefangen. Dann habe ich alte Radio gekriegt, drinnen ausgebaut, hin und her gesteckt. Habe ich gesehen, der Kondensator oder der Widerstand geht. Gar kein Wert gewusst, nichts, nur probiert. Dann ab und zu habe ich ein Radio gesehen, da ist ein Draht abbrauchen. Habe ich den angeht und oh, der geht, dann habe ich ihn aufgehalten. Und so sind immer mehr geworden. So sind immer mehr geworden. Wir können uns fast nicht rühren. Unser Kameramann tut sich ein bisschen schwer heute, weil wir haben nur einen Schritt breiten Gang da. Von links und rechts alles voll mit Radios. Hinter uns brummt einer. Es ist heute schon schwer, die richtige Sendefrequenz zu erfinden. Gell? Mittelwellsender gibt es fast keinen mehr. Das ist und beim Tag sowieso schlecht. Beim Tag ist schlecht. Lange Antenne braucht man, dann ist das besser. Hast du auf was spezialisiert oder ist sammelst allgemein? Was untergekommen ist eigentlich. Die neueren Sachen habe ich mir immer gewährt davon, die Plastikkisten, aber inzwischen sind solche dazugekommen. Ich muss da ein bisschen aufpassen, weil da unten steht ein besonders schönes Gerät. Das hebe ich jetzt da rauf. Er ist gar nicht so leicht, der ist ganz schön schwer. Das ist ein richtiger Volksempfänger aus dem Deutschen Reich unter den Nationalsozialisten. Es war ja das Ziel, dass die Leute zu einem Radio kommen. Das war ja von den Deutschen das Ziel. Und folgedessen hat man ein günstiges Radiogerät gebaut. Dann hat es noch einen kleinen gegeben, den kleinen Empfänger, das ja jeder einen hat. Und wo hast du einen auch? Moment, da vorne hätte ich einen. Ich stelle den wieder da irgendwo hin. Ja, und bin umgestellt. Das war der DKE, der deutsche Kleinempfänger. Der deutsche Kleinempfänger, also das ist das Gegenstück zum Volksempfänger. Und dann haben sie einen besseren, der war für einen kleinen Mann. Ja, aber auch ein sehr schönes Stück. Und du hast mir gesagt, da hinten zwischendrin, was hast du da? Warte, ich muss mal schauen, dass ich den wo hinbringe. Ein Sessel auf, ich glaube. Der Sessel ist schon besetzt. Ist schon besetzt. Du hast gesagt, da hinten drinnen, die mit den runden Scheiben, was sind das? Auch DKE, da gibt es verschiedene. Die sind aber größer, gell? Nein, sind gleich groß. So, da gibt es reine Batterieempfänger, ja. Aber es keinen Strom gehabt haben. Da hat es eigentlich eine Netzanode und einen Akku, 2 Volt Akku. Aus dem hat man dann die Anodenspannung gemacht. War Röhren von 2 Spannungen, Heizspannung und Anodenspannung. Und so den Berg haben wir auch ein Radio lassen können. Weil wir haben erst in 59 Jahren Stromkrieg am Vorhang. Ja, im ländlichen Bereich sind in den 50er Jahren erst die Stromleitungen Netze ausgebaut worden. Gell? Diese Detektoren, das ist einer. Um unseren Sehern zu erklären, das ist ein ganz normaler Radio. Ja, ganz normaler Radio. Das einfachste Radiogerät. Du brauchst dazu eine Antenne, glaube ich. Gell? Antenne, gute Erdleitung, Kopfhörer musst du aufsetzen. Gell? Da habe ich einen Kristall, den tue ich gleich richten. Und mit dem hat man dann empfangen. Suche ich dann. Das ist was Einfaches. Hat es viele Firmen gegeben, so wie es heute bei den Computerfirmen, bei der angefangen hat. Kleine Firmen sind am Markt gekommen und wieder verschwunden. Und da gibt es die unterschiedlichsten Detektoren, die du da hast. Da schaue ich da hinten da runter. Da sehe ich die verschiedensten. Und da hast du einen interessanten, das in dem Kastel drinnen da. Das ist ein Reisedetektor. Ein Reisedetektor. Und wie schaut das innen drinnen aus, wenn du das jetzt außerhältst? Das ist die Wicklung. Das ist nur, aber. Warte, ich halte das da mal. Ja, Spulen, wo sie eine Spulen in der anderen Quadrat drinnen. Da ist die eine bis Lava gefallen. Nicht. Und so stimme ich meine und Frequenz so ab. Da hast du die Frequenz eingestellt. Da habe ich es abgestimmt. Antenne, lange ist gut, gell? Richtig, 40 Meter Antenne. Die habe ich da keine mehr. Und Kopfhörer geht das gut. Kopfhörer. Da waren 2000 Ohm und 4000 Ohm. Das waren ganz hochohmige Kopfhörer.
Das war ein ganz schlechter Empfang. Keine Lautstärke nur. Ja. Und dann haben sie schon so gemacht, dass sie so einen Kopfhörer, einen Dollar reingelegt haben. Die ist einen Dollar rein, dass sie mehrere mithören haben. Was meinst du mit einem Dollar rein? Ach, einen Dollar, dass sie schon ein bisschen übertragen haben. Suppendollar. Und dann sind sie halt um und um gesessen. So, dann jeder hat reingekocht. Dann hast du da raushören können. Dass wir mitlassen haben können. Ja. Und wenn wir uns jetzt da umdrehen, vorausgesetzt, wir bringen es zusammen. Was ist das für ein Gerät? Da? Das ist ein Minerva-Radio mit separaten Lautsprecher. Das ist der Lautsprecher. Okay. Ja, und der Lautsprecher haben wir separat hingestellt. Das ist auch ein separater Lautsprecher. Jetzt grabbelt da hinten wieder. Ja. Was jetzt hat er besseren Empfang oder ja, wie? Ja. Besseren Empfang, gell? Also das ist auch einer, der ungefähr so 80, 90 Jahre alt ist. Ja. Und dann sehe ich da drüben einen interessanten mit so einem Lautsprecher. Das ist ein Trichter. Trichterlautsprecher. Da haben sie für die Kopfhörer so eine Muschel eingebaut. Das war hinten im Sockel drinnen und dann ein Trichter drauf. Das war die ein bisschen Verstärkung. Das also ist auch nicht für sich nur ein Kopfhörer einbaut. Das ist nur so ein Kopfhörermembran unten einbaut. Ja. Wie hast du den eingestellt, den Radio zum Beispiel? Einstellen. Das war da zum Einstellen auch. Ja. Einschalten, rückkoppeln, abstimmen. Also unten ist der Schalter, gell? Das sind Aus- und Einschalter, rückkoppeln und Frequenz. Das sind ein paar so verschiedene Allmig-Blechradio. Und was ist das zum Beispiel da? Dann dreht das da runter. Wir finden. Das ist eine Netzanode. Und das hat, was hat der da drauf? Das ist eine Röhren, ein Gleichrichterröhren. Den aufstellen. Ist sehr schwer, hat einen Trapfer drin. Machen wir da unten, das ist irgendwas da. Aha, ja. Kann man so herhalten. Ja. Die halten? Ja. Wie gesagt, die Röhren haben zwei Spannungen, eine Heizspannung und eine Notenspannung. Ja, und was kannst du mit denen anfangen? Ja, zum Reparieren brauche ich das. Da kann ich verschiedene Spannungen abnehmen. Ach so, Gitterspannung, eine Notenspannung. Das ist also ein Netztrafo. Ohne dass das gleich gerichtet ist, dann habe ich Minus, Plus. Wie beim Computer heute, das Netzkastel. Jetzt schauen wir uns vielleicht noch diese Tragbahn Taschenradios an, die sind ja in die 50er Jahre rausgekommen. Ja. Aber da hast du ja eine ganze Sammlung gefahren, habe ich gesehen. Ja. Da habe ich, das ist schon einmal mit Transistor. Vorne habe ich ein Taschenradio noch mit Röhren. Ja, schauen wir uns den an. Ich muss immer aufpassen, dass ich nichts abschmeiße. Das ist ein bisschen eng, ja. Weiß es. Einmal war ein Bus da mit so Pensionisten. Ich habe sie nur zwei und zwei weiß reinlassen. Aber meistens sind sie älter, werden ein bisschen dicker. Ich bin umdrehen, das hat noch schon gescheppert. Also man kann sagen, Führungen mit zwei Leuten, zwei Personen ist möglich. Ja. Aber knapp. Knapp möglich. Da habe ich zum Beispiel zwei, schauen gleich aus. Ja. Eines mit Transistor, eines mit Röhren. Wenn ich mich zurückerinnere, war ja das ja ganz schick im Bad, sind die Leute dann gelegen mit der Decken und haben eben Taschenradiodraht. Ja. Und in der Stadt Feldbach sind sie sogar spazieren gegangen und haben so ein Radio so am Arm getragen. So wie wir heute das Handy dabei haben, hat er ein Radio dabei gehabt. Ja, da drinnen sind so viele Geräte, verschiedene. Aber du hast ja noch ein Lager. Ein bisschen was habe ich noch. Du hast ja noch ein Lager, das schauen wir uns auch noch an. Okay. Ja, da sind wir jetzt auf dem Weg zu deiner Werkstatt. Und Lager wahrscheinlich, gell? Ja, ein bisschen was habe ich da drin liegen. Und was hast du da drinnen? Ja, ein paar Sachen habe ich noch zum Richten, wenn es in Pension, dass man nicht langweilig wird. Gut, dann schauen wir uns das auch noch. Ein Pensionsschock, gell? Das ist schon gut. Da darfst du nicht rüberfahren über den. Da sind ja ein paar Sachen drin. Mann, die Halle geht da ganz zurück. Da gehen wir halt rein. Und das ist dein Hauptlager. Ja. Riesig groß. Und da ist ein Messer.
Fahrräder, Motoren. Und da hast du noch eine Radiosammlung. Da waren noch ein paar zum Herrichten, ja. Da sind ja noch Hunderte erinnern. Oh. In mehreren Reihen und hintereinander auch noch. Ja, ja. Ja, gut. Du, danke, dass du uns da mal Einblick gegeben hast in deine Sammlung. Platz haben wir nicht viel gehabt. Aber Platz, schon Platz und Geld, ja. Das ist das Problem. Gut, du, grüß dich. Danke. Ja, was grüß danke, dich. Danke schön. Das Vulkan-TV-Team wünscht Ihnen eine schöne Osterzeit, genießen Sie das verlängerte Wochenende und natürlich auch die gute Osterjause. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.